Ich darf mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Aurelian Halluber und ich habe mich im Rahmen meiner Abschlussarbeit, wie schon genannt, mit dem binären System beschäftigt. Also 0 oder 1, ja oder nein, wahr oder falsch. Unsere Welt besteht aus einer Fülle von Chancen, Möglichkeiten, doch letzten Endes muss man sich eigentlich immer entscheiden, ja oder nein, 0 oder 1. Ich zeige Ihnen heute nur einen kleinen Ausschnitt aus meiner Abschlussarbeit. Deswegen sollte ich vorerst nochmal klarstellen, dass auch jeder weiß, von was ich hier rede. Erkläre ich nochmal kurz, was eigentlich ein Binärcode ist. Das kann man ganz gut an einem Satz erklären. Und zwar ein Binärcode stellt Informationen durch eine Sequenz von nur zwei unterschiedlichen Symbolen oder Impulsen dar. Man kann sich das vorstellen wie eine Sprache, die nur aus zwei Wörtern besteht, mit der man jedoch alles sagen kann. So, die meisten denken jetzt bei Binärcodes an Computer und Nullen und Einsen und da sind sie auch gar nicht so falsch, denn Binärcodes sind die Grundlage jeglicher digitalen Verarbeitung von Informationen. Das heißt, unsere ganze digitale Welt basiert eigentlich auf diesem kleinen, einfachen Prinzip, alles basiert auf den Nullen und Einsen. So, man mag vielleicht denken, jetzt dieses Thema ist ein bisschen ja, mathematisch eingestaubt, vielleicht aber auch irgendwie beschränkt, weil man hat ja eh nur diese zwei Elemente. Doch wenn man mal ein bisschen genauer schaut, dann sieht man, dass man mit diesem einfachen Prinzip eigentlich wirklich ganz viele Sachen machen kann. Und so ist es dann nicht nur 0 und 1, schwarz und weiß, so kriegt man irgendwann auch Farbe rein. Und im Zuge dessen habe ich mir zur Aufgabe gemacht, in meiner Abschlussarbeit, dieses System, dieses ganz simple System zu nutzen, um darin Experimente und Gestaltungsprinzipien zu finden, mit denen man irgendwas finden kann aufgrund dieses einfachen Prinzips. Ich werde da jetzt einen Auszug zeigen nur, und zwar ist der aus dem Kapitel Neu-Alt. Da habe ich mir bestehende Systeme angeschaut und geguckt, wie kann ich die neu interpretieren, uminterpretieren, einfach irgendwas Neues finden. Das System in diesem Fall ist das Morse-System, basiert auch auf einem binären System. Ich meine, die meisten Leute kennen es, glaube ich. Es ist ein kurzes Signal oder ein langes Signal, mit dem man jeden einzelnen Buchstaben im Alphabet darstellen kann. Wir haben jetzt hier exemplarisch mal A, B und C. Also A zum Beispiel besteht aus einem kurzen Signal und einem langen Signal, B aus einem langen und drei kurzen. Die grafische Darstellung werden die meisten Leute auch kennen, häufig in Form eines Punktes und eines Striches. Was man auch noch sagen sollte am Anfang vielleicht ist, dass die Buchstaben können von einem Zeichen bis zu vier Zeichen haben. Also ein E zum Beispiel besteht nur aus einem Punkt, E auf diesem Grund, weil es der Buchstabe ist, der am öftersten vorkommt und deswegen sollte der natürlich am einfachsten dekodiert sein. Also wie gesagt von einem bis vier. So, dann habe ich mir einfach mal diese grafische Darstellung angeschaut und habe versucht, die mal so ein bisschen zu reduzieren. Das heißt, wir haben jetzt einfach nur noch den Kreis und das Rechteck, aber ist ganz klar, die Informationen kann man immer noch gut draus ablesen. Wenn man dann mal schaut, was kann man noch so machen, vielleicht irgendwie umsortieren oder sowas, dann fällt einem gleich aus, ach, da muss man aufpassen, denn es gibt hier eine ganz eindeutige Leserichtung, wie die gelesen werden müssen. Denn für manche Buchstaben haben dieselben Zeichen, aber halt in einer anderen Anordnung. Das heißt, ich kann die nicht einfach wild durcheinander ordnen und sagen, ha, so sieht es auch lustig aus, sondern es muss klar sein, welches ist das erste Zeichen und welches das letzte. Ich habe mir dann überlegt, vielleicht ein Prinzip anzuwenden, indem ich sage, ich ordne die in so einer Kreisform an und ich fange immer unten links an zu lesen, gehe dann nach unten rechts, dann oben rechts und dann oben links. Das ist ein ganz einfaches System. Wenn man es weiß, kann man es immer noch ablesen. Also bei dem Zeichen in der Mitte zum Beispiel. Wir haben unten links das Rechteck für das lange Signal, dann daneben den Kreis für das kurze Signal, oben drüber auch ein Kreis und daneben nochmal ein Kreis. Wieder zwei kurze Signale. Heißt B ist dann lang, kurz, kurz. So, das ist ja quasi eigentlich nur eine einzelne Form, die diese Information schon enthält. Genauer gesagt sind es die Außenkanten, die die Informationen enthalten. Aufgrund dessen habe ich Folgendes festgelegt. Wir haben die runde Ecke für das kurze Signal. Wir haben die eckige Ecke für das lange Signal. Und dann fällt einem auf, es gab ja auch Zeichen, die aus weniger als vier bestehen, habe ich noch die abgeflachte Ecke für keine Information hinzugefügt. Das heißt, ich kann für jeden Buchstaben ein solches Raster anlegen. Ich zeige es nochmal am ersten, am linken, das war der für das A, unten links das Runde,
für kurzes Signal, daneben das eckige für langes, oben keine Informationen. So, nun hatte ich dieses Raster für alle Buchstaben und dann kam die Idee, dass man sagt, man baut in dieses Raster einfach den alphabetarischen Buchstaben rein. So bekomme ich eine Art Hybrid-Font, aus dem ich nicht nur den alphabetarischen Buchstaben, sondern genauso auch den Morse-Code auslesen kann, wie man jetzt hier sieht. Zum Beispiel am B kann man hier wieder rundherum ablesen und sieht somit auch den Morse-Code. Daraus ist dann dieses ganze Alphabet entstanden, wo man aus jedem einzelnen Buchstaben auch den dazugehörigen Morse-Code auslesen kann. Interessant dabei finde ich auch immer ist, dass man sowas vorgegeben kriegt, also dass man die Formen und den Look nicht wirklich bestimmen kann, sondern man ist ja beschränkt durch das Raster außenrum und kriegt trotzdem einen sehr interessanten Font mit einer zweiten Ebene. Und den habe ich dann getauft New Samuel aufgrund des Erfinders der Morsezeichen Samuel Morse. Das war jetzt ein Beispiel aus meiner Abschlussarbeit, was man mit diesem einfachen Prinzip eigentlich machen kann, wenn man sich das mal anschaut. In die Arbeit sieht so aus und da sind noch ganz viele andere interessante Sachen drin. Ich klicke da jetzt nur mal kurz durch. Ich habe es auch dabei. Wer Interesse hat, kann nachher zu mir kommen und kann sich das gerne anschauen. Ganz viele Experimente dazu drin und ansonsten auch auf meiner Internetseite anschauen. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche noch viel Spaß mit dem nächsten Vortrag.